Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Synology NAS den Smart Status eurer Festplatten überwachen könnt bzw. prüfen könnt. Wir gehen zunächst einmal auf Speichermanager oder ihr wählt hier oben das aus und sucht einen Speichermanager. In dem Fall habe ich es auf den Desktop gelegt. Dann habt ihr einmal ganz normal die Übersicht über eure Festplatten. In dem Fall habe ich einen 4-Bay NAS mit 4 Festplatten. Wenn ihr auf Speicher geht, könnt ihr den Speicherpool sehen. Der ist aktuell ganz normal ein RAID 5. Das heißt 4 Festplatten, eine Parität. Und den Part, den ich euch gerne zeigen möchte, ist in dem Fall HDD-SSD. Hier seht ihr jede einzelne Festplatte mit Seriennummer. Wenn ihr auf den kleinen Pfeil geht, bekommt ihr bestimmte Informationen schon angezeigt, zum Beispiel Laufwerkstatus. Wegen Speicherpool ist zugehört, weil man kann theoretisch auch unterschiedliche Speicherpools erstellen, wenn man mehr als, ja, also mehrere Volumes erstellen möchte. In meinem Fall habe ich nur ein Volume und einen Speicherpool. Genau, dann haben wir hier die Seriennummer noch und die aktuelle Temperatur. Sieht aktuell gut aus. Mein NAS steht im Flur. Dann gehen wir hier oben auf Aktion. Hier ist der Part nämlich nicht drin. Laufwerk identifizieren würde dann passieren, dass ihr dann die LED blinken lasst und dann wisst ihr automatisch, in welchem Schacht welche Festplatte ist. Außer dass natürlich Laufwerk 1 bis 4 so oder so von links nach rechts gezählt wird. Entweder macht ihr Rechtsklick Integritätsstatus oder ihr geht hier oben links auf Integritätsstatus. Dann habt ihr erstmal die Info Temperatur, Betriebsstunden. Also die Platten sind, seitdem ich das NAS habe, drinne. Somit schon ewig. Dann haben wir hier oben einmal, könnt ihr die einzelnen Laufwerke durchswitchen. Die sollten eigentlich die gleichen Laufzeiten haben. Gegebenenfalls mal eine Stunde mehr, eine Stunde weniger. Das kann schon sein. Genau. Anzahl. Mal verbinden. Mal hier. Hier ist auch nichts Ungewöhnliches. Hier auch nicht. Und dann gehen wir wieder auf Laufwerk 1. Und jetzt könnt ihr hier nämlich einfach auf den Smart-Status gehen. Und habt hier unten erstmal den ganz normalen. Die Info ist in Ordnung. Hier könnt ihr nochmal in die Details gehen. Hier steht nochmal der komplette Text drin. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr einfach sagen: Erweiterter Test und Start. Wichtig ist, wenn ihr den erweiterten Test macht, ist das NAS performancemäßig beeinträchtigt. Das heißt, als Beispiel, wenn ihr jetzt gerade einen 4K-Film guckt oder was auch immer, würde es hundertprozentig anfangen zu ruckeln, weil vom Grundprinzip die CPU und der RAM nahezu voll ausgelastet sind bei dem Test. Der Test kann aber zwar, je nach Speichermenge oder Festplattengröße, kann der ein, zwei Stunden dauern. So, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare, für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.